Hallöchen ihr, der Nalefeer und willkommen zurück bei Song of Horror, wo es weitergeht, hier zurück in der Abtei St. Cecilia, wo ich jetzt genau durch die Tür gehen wollte, durch die da hinten. So, um zu gucken, was noch hier oben zu finden ist, denn da war ja noch eine verschlossene Eisentür. Genau, die da hinten. So, der liebe Ernest, nach wie vor am Schnaufen. Und erstmal horchen wir. Gut, dann schließ mal auf. Okay, ich habe die Tür geöffnet. Dann rein mit dir, mein Lieber. So. Ein Kapitelsaal. Okay. Und Versteckmöglichkeit, das finde ich gut. Der Schrank ist offen, das perfekte Versteck. Wenn ich es schaffe, mich hineinzuquetschen. Gut. Oh Gott. Kollege, alles gut? Ist das ein Schlüssel? Hm? Gott. Er starb, während er seinen Schlüssel hielt. Oder jemand benutzt ihn als Regal. Gut, dann nimmst du dir mal einen Schlüssel aus Silber. Ein Schlüssel, der sich im Laufe der Zeit verfärbt hat. Die Silberbeschichtung ist stark angeschlagen. Ja, dann müsste der ja hier durch die Nebentür passen, die da unten dran ist. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal hier noch gucken, was da ist. Ein Triptychon, okay, mit Bildern von Kreuzigung, von der Kreuzigung Jesu, okay. Jemand hat die Tür blockiert, ich werde das Brett entfernen müssen, um durchzukommen. Irgendwie. Will ich das? Ja, und warum entriegelst du die dann? Oh Gott. Geht's noch weiter? Oh, scheiße. Gut, sehen wir gleich, was da ist. Jetzt erst nochmal hier gucken. Sebastian muss die Wärmeschale angezündet haben, oder? Guck mal, da ist noch was. Geständnisse des Bibliothekars. Schuldeingeständnis von Bruder Ernino, dem Bibliothekar der Abtei St. Cecile. Hier heißt es St. Cecile. Im Ladebildschirm hieß es St. Cecilia. Fällt mir gerade auf. Aber ist ja auch egal. Möge dieses Bekenntnis als Buße für die schrecklichen Sünden dienen, die ich begangen habe. Alles begann mit den Proben vor dem Konzert, obwohl wir alle dachten, dass es einfach der Stress war. Als es soweit war, wurde ich angesichts der vielen Gäste gebeten, auf unsere wertvollen Texte zu achten, während die Brüder sangen, also hörte ich sie nie. Was ich hörte, war das Geheul, das folgte, obwohl ich mehrere Zellen von der Kirche entfernt war. Oh Gott. Als ich am Schauplatz ankam, herrschte Chaos. Da waren die Menschen dort, ich kann es gar nicht beschreiben, tot, verwundet, andere waren wahnsinnig geworden. Und unsere geliebten Chorbrüder, Gott im Himmel. Zuerst schienen sie normal, aber plötzlich verwandelten sie sich in eine Form, die man nur als dämonisch beschreiben kann. Nur um kurz darauf wieder ihre normale Gestalt anzunehmen. Sie litten unter schrecklichen Anfällen, schrien und krümmten sich vor Schmerz. Einige von ihnen versuchten, uns in ihrer Verzweiflung zu packen. Andere schrien in Stimmen, die wie aus einem unergründlichen Abgrund klang. Wir brachten sie in ihre Zellen im Obergeschoss auf dem Flur zum neuen Kreuzgang und sperrten sie ein.
Gott möge sich unserer Seelen erbarmen. Wir schlossen die Tür und sicherten sie so gut wir konnten mit einem Schloss. Es werden mehrere Schlüssel benötigt, um es zu öffnen. Auf diese Weise konnte kein einzelner von uns in einem Moment der Schwäche versuchen, sie zu befreien, was wir gerade eingeschlossen hatten. Ein Schlüssel wurde dem Abt gegeben, einer dem Prior, einer dem Schatzmeister und noch einer mir. Ich bete um Vergebung. Vergebung und die Kraft, alles wieder in Ordnung zu bringen. Okay. Also das sind die Hinweise auf die Schlüssel. Abt, Prior, Schatzmeister und eben dem Bibliothekar. Okay. Die Rückseite ist nichts mehr. Also weiß ich jetzt, wo ich suchen muss. Das klingt doch schon mal gut. Aber ist jetzt nicht hier der Schlüssel? Aus Silber. Oder passen die dann auch oben? In die Türchen rein. Nee, ne? Ich glaube nicht. So, was haben wir hier? Jemand hat dieses Bücherregal vor kurzem verschoben. Okay. Das ist leise. Da kannst du noch reingehen. Oh Gott, das geht ja noch rum. Okay. Oh. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Hey, wie käme ich jetzt dann darin? Ich vermute mal durch den Brunnen irgendwie. Untergrundmäßig? Ich weiß es nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich doch mal. Ah! No! Gott, leg mich doch. No. 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 Ah! Ah! Gut, dann würde ich sagen, gehst jetzt doch mal durch die andere Tür, die verschlossen war, aus gutem Grund, und guckst mal, was da so ist. Erstmal nur Stille. Oh, leck. Ein Friedhof, och nee. Okay. Warum denn jetzt noch ein Friedhof? Okay, gehört natürlich dazu. Ich werde das Tor nicht öffnen können und ich bezweifle, dass das Mausoleum offen ist. Grabwände, okay. Was ist hier am Heulen? Die Gräber sind nicht verschlossen. Ich könnte hineinschauen, aber ich wüsste nicht warum. Das lassen wir mal besser. Gell? Genau, das gleiche Meldung. Und alles hier mit Schutt zugestellt. Anstatt zu verkümmern, sind Schloss und Schlüssel durch den Rost miteinander verschmolzen. Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber ich kann hier die Heckenschere. Nein, ich kann damit das Tor nicht öffnen.
Nein, ich kann mir das nicht. Okay. Gut, muss ich gucken. Das heißt, ich muss auf jeden Fall irgendwie hier noch durchkommen. Oder durchgehen können. Da ist jetzt hier nichts mehr, sondern wir sind da oben. Die Statue ist alt und zeigt klare Anzeichen von Verfall. Ja, deswegen schämt die sich auch. So. So, was haben wir da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ich würde eine Machete benötigen, um da durchzukommen. Und einen Panzer, um die Tür zu öffnen. Okay, also komme ich hier so erstmal nicht weiter. Das ist hier in die Richtung, ne? Oder? Gucken auf die Karte. Da, aber hier hinten geht es noch weiter. Da ging es hoch. Ja, genau, dahin. Oh Gott. Das sind Kisten. Muffensausen bekommt. So, eine Statue, wie man sie auf christlichen Friedhöfen häufig findet. So. Okay. Ja. Ja, das Tor klemmt. Ich schätze, ich werde nicht hier entlang gehen. Das glaube ich auch nicht. Oh, guck mal, hinten baumelt einer am Baum. Okay. Oh Gott. Okay. Sehe ich ja jetzt erst. Oh Gott. Das ist echt. Oh, das. Ganz im Ernst, das Spiel lässt mich echt schaudern. Stellenweise. So. Okay. Diese Statuen erinnern mich an bestimmte ägyptische Skulpturen. Nicht so sehr der Stil, sondern die Pose. Ah, wo geht's denn da jetzt noch hoch? Ist das eine... Ist das hier gerade eine Mondfinsternis? Licht an. Das sieht wie die Zelle des Abts aus. An der Tür ist ein bronzenes Schloss. Und da ging gerade das Licht an. Oh Gott, warte mal, bronzenen Schlüssel habe ich noch nicht, ne? Gut, dann, hallo? Eine Schubkarre voller scharfer Werkzeuge, rostig. Mit roten Flecken. Oh, ja, toll. Da drin ging es nicht an. Das heißt, da ist irgendjemand. Ich gehe wieder. Also, bronzene Schlüssel brauche ich. Beziehungsweise den anderen Schlüssel. Okay. Bronzene Schlüssel. Das heißt, ich könnte jetzt mal hier unten durch die Tür noch gehen. Ich will das alles gar nicht. Gott, hör doch mal auf so zu schnaufen. Ey, das ist ja furchtbar. Zieh dir halt mehr an. Du Lurch. Nein, nein, nein. Da lang. So, also kann ich ja nur hier zurück. Und hier runter.
wieder hoch. Und das war die Tür hier nebendran, ja genau. Das sollte ja dann funktionieren. So, lass mal horchen. Alles leise. Schlüssel aus Silber, aus Eisen. Gut, der Schlüssel hat funktioniert. Dann immer zweimal horchen, ganz wichtig. So, was haben wir denn hier? Ein Skriptorium. Klärchen. Ja, ich könnte mich unter diesen Tisch verstecken. Das ist gut. Ein zur Hälfte übertragenes Buch. Es macht keinen Sinn, es sei denn, es war als eine Art Souvenir gedacht. Dafür gibt es die Druckpresse. Noch was? Oh, die Pläne des Bibliothekars. Handgeschriebene Notiz von Bruder Ernino, dem Bibliothekar der Saint-Abteil Saint-Cécile. Bruder Victorino hört nicht auf, gotteslästerliche Dinge zu sagen, und ich weiß, dass er sich widersetzen wird, den Korridor zu öffnen, in den wir unsere Brüder eingeschlossen haben. Aber ich weiß auch, dass er seinen Schlüssel im Weihrauchfass versteckt hat, sodass ich nur noch holen muss, okay? Ich weiß nicht, was mit unserem Prior, Pater Malakias, passiert ist, aber ich vermute, dass der Abt ihn in sein Zimmer eingesperrt hat, wodurch ihm nur ein möglicher Ausgang bleibt, die Tür, die zu den Zellen führt. Wenn ich den Durchgang öffne, könnte ich ihn vielleicht befreien und ihn davon überzeugen, die von uns begangene Gräueltat wieder gut zu machen. Er ist ein gütiger und vernünftiger Mann. Oder zumindest war, oder zumindest er war es vor dem Konzert. Allmächtiger Gott, ich bitte, beschütze uns, jeder an dieser Veranstaltung, jeder, der an dieser Veranstaltung teilgenommen hat, ist wahnsinnig geworden. Es darf es echt schwer zu lesen, Mann, meine Fresse. Vor allem unser Abt Pater Agauno. Während der nächtlichen Psalme verzerrt sich seine Melodie zu einer Melodie, die der Melodie ähnelt, die die Musiker vor dieser verhängnisvollen Nacht gespielt haben. Egal wo ich hingehe, kann ich das verzerrte Echo seiner Stimme über den Friedhof hinweg hören. Ich muss mit ihm sprechen und ihn davon überzeugen, mir seinen Schlüssel zu geben oder einen Weg finden, ihn in die Hände zu bekommen. Lieber Gott, bitte gib mir die Kraft, mich ihm zu stellen. Okay. Das heißt, er hat echt versucht, die Schlüssel zu bekommen. Oh Gott. Okay. Das heißt, ich weiß es nicht, wo Walls ist. Die Mönche haben diesen Raum in Eile verlassen. Da liegt eine halb beschriebene Seite voller chaotischem Gekritzel. Vielleicht hat ein Mönch hier Recherchen betrieben. Es sieht so aus. Es sieht nicht so aus, als hätte es ihm geholfen. Alte Laterne, eine brennstoffbetriebene Lichtquelle. Sie hat keinen Brennstoff. Ich muss etwas finden, das brennt. Warte mal, kombiniere das mal hier mit dem, mit destilliertem Alkohol. Ich habe keine Ahnung. Aha, jawohl, eine mit Ethylalkohol gefüllte Laterne. Sieht's aus, als ob genügend Alkohol da ist. Okay, was kann ich jetzt mit der machen? Ich habe keine Ahnung. Die brauche ich anscheinend. So.
Es liegt nahe, auch ich habe noch nie solche Zeichnungen gesehen. Okay. Das heißt, es geht hier noch rein. Da ist es ruhig. Nope. Ist abgeschlossen. Und hat eine Schlossplatte aus Bronze. Das heißt, auch hierfür brauche ich den bronzenen Schlüssel, den es jetzt zu finden gilt. Ich weiß, ich kann durch diese beiden Türen hier über dem neuen Kloster nicht gehen. Warte mal, der silberne Schlüssel würde auch da unten noch passen, ne? Gehst du da mal hin. Guckst, ob du da noch was findest. Lieber Ernest. So, warte mal, wie machen wir das jetzt? Nach unten durch das Refektorium. Genau, da passt das. Und hier muss ich auch noch gucken, wie ich das Ding aufkriege. Und den Brunnen muss ich auch noch irgendwie benutzen. So, einmal rein. Und einmal durch. Dann hier runter. Sagen, machst du mal auf. Yes. Yes, ich habe die Tür geöffnet. Nochmal hören. Ich trau dem nicht. Okay, alles leise. Ein Getreidespeicher, okay. Und was es hier zu finden gilt? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.